Mache ich nochmal dieses kurze Gedächtnisvideo Windpark Breuberg. Und zwar geht mir es um die Visualisierung. Die anderen Dinge finde ich als gar nicht so dramatisch, aber über die Visualisierung, die hätte dann in Anbetracht der Burg Breuberg doch schon etwas genauer ausfallen sollen, dachte ich mir. Deswegen will ich da nochmal drauf eingehen. Also, jetzt schiebe ich das mal so dahin, das ist das, da kann man erkennen, um was es geht. Geplante Anlage, 7 Anlagen der 6 Megawatt Klasse, Gesamthöhe 250 Meter, Nabenhöhe 109, also 170 Meter, der Rotordurchmesser 162. Das sind also die Anlage vom derzeit aktuellen Standardtyp 250 Meter. Hoch insgesamt, Gesamthöhe, mit der Blattstellung dann nach oben. So, und hier ist dieser Höhenzug gezeigt. Das muss ich jetzt mal finden, ob ich den jetzt finde. Komm, da ist er. Zack. So, das sind die 7 Anlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da drüber geht es ins Maintal. Und hier ist Breuberg. So. Hier oben ist die Burg. Das hier unten ist Reibreidenbach. Im Tal fließt die Mümling. Hier sind die Industrie, die Reifenindustrie, das waren die früheren Metzler und das ist die Veit Pirelli. So, und hier ist meine Gegend sozusagen. Jetzt habe ich Folgendes mir überlegt. Zunächst gucken wir uns nochmal die Visualisierung an, wie sie hier gezeigt wird. Die geht hier los, ein Blick von der Burg zu dem Höhenrücken, wo die Windkraftanlagen stehen. Das nächste ist dann, ja, das musst du doch ein bisschen neu blenden, sonst hat das hier überhaupt keinen Sinn, oder? So, geht nochmal zurück. Erstes Bild war das hier, Höhenrücken mit den Windkraftanlagen. Hier aus dem Wald. Den Standort weiß ich. Ach, hier steht Heinstadt, aus Heinstadt, Blick Heinstadt. Hier ist der Blick von, was steht denn da? Aus Reibreidenbach zum Höhenzug. Hier ist der Blick von Obernburg aus auf den Höhenzug. Und hier der Blick von Klingen, von der Klingenburg, ah ja. Also die zwei letzten Blicke sind aus Maintal und die waren eben aus Breuberg hier. So, das ist also das, was diese Visualisierung zeigte. Es gab auch noch ein Bild, wo die Burg mit dabei war. Also das Verhältnis, auf das es ja eigentlich ankommt, ist Windkraftanlagen zur Burg Breuberg. Und nicht auf die Burg Breuberg stellen und von dort aus fotografieren, sondern das Verhältnis. Und das geht's. Und das wollte ich jetzt nur noch mal zeigen. Jetzt mache ich mal einen Test, ob man das dann sieht. Oder? Das werde ich ja dann später sehen. So, hier drüben wäre der Windpark auf dem Höhenzug. Hier ist Reibreidenbach. Hier ist die Burg. Hier ist Sandbach. Und hier ist das Mümlingtal, also das Mümlingtal ist hier unten. Mümlingtal nach Höchst. Hier ist Dusenbach. So, es geht jetzt um diesen Höhenzug, der ist ungefähr 280, 300 Meter. Die Burg ist 300 Meter. Und wenn man hier oben in den Wald geht und hier in den Wald, ist man auch bei 300 Meter. Im Tal ist man bei 150 Meter. Also die Mümling selbst fließt bei 150 ungefähr. So, dann ist es interessant zu sehen,
Wenn man sich also in dieser Talsohle hier bewegt oder in dieser Linie zwischen Burg und Höhenzug, dann hat man den Blick, wenn man unten an der Mümling steht und sieht die Anlagen so einmal und die Burg hier drüben auf dem Berg so. Also in der Länge ist es verzerrt gegenüber dem Höhenmaßstab. Aber ich hoffe, dass man es einigermaßen erkennen kann. Da werden erst diese Höhenverhältnisse richtig sichtbar, um die mir es geht. Das heißt, nur wenn man zwischen Burg und Windkraftanlagen steht, in dem Bereich hier, kann man überhaupt den Vergleich ordentlich machen, ne? Was da überhaupt passiert. In diesen Bilanzen, dass die Anlage, die Windkraftanlage nämlich 10-mal höher ist als die Burg. So, das ist die eine Sache. Und das andere ist, jetzt wie wird sich das in der Entfernung ausdrücken? Ne? Welche Entfernungen stellen sich denn dann wie da Verhältnis Burg zur Windkraft? Und da kann man ja den Strahlensatz auftragen. Und wenn die Burg von den Windkraftanlagen ca. 2 Kilometer weg ist, dann ergeben sich diese Abstände hier zur Burg in diese Richtung hier raus. Und in 2 Kilometer Entfernung hätte man dann, wenn man also praktisch auf dem Höhenpunkt ähnlich hoch wie Burg und Windkräter steht, also ungefähr bei 280 Meter, dann hat man dort eine Überhöhung, die ist fünffach. Das heißt, man würde dann, wenn man hier steht, die Windkraftanlagen 5-mal höher sehen als die Burg, als der Burgturm, Burgfried. Der ist 25 Meter und die Anlagen sind 250. Und das heißt, je nachdem, welche Punkte man hier jetzt rauswählt und den Blickwinkel hier richtet, kann man diese Höhenverhältnisse sehen. Und wer direkt, das kann man hier auf dem Bild sehen, wer also nur, was weiß ich, da in der Gegend hier unten steht, der sieht dieses Verhältnis Windkraft zu Burg, was weiß ich, 1:2 bestenfalls, ne? Richtig ist natürlich, wer so weit weg steht, der hat so und so einen Blick auf die Burg und die Windräder, der die praktisch nur noch marginal erscheinen lässt am Horizont. Insofern ist es da nicht so tragisch. Entscheidend sind wahrscheinlich allein diese Blickwinkel von hier in der Richtung, wo man diese Windräder direkt im Verhältnis zur Burg sieht. So, damit bin ich auch schon beendet. Das heißt, die Visualisierung sollte eigentlich das Verhältnis neue Windkraftanlagen zum bestehenden Burgfried zeigen. Und dann hat man ungefähr Ahnung, was das für einen Eindruck macht. Ne? Das war's.